eigentlich genauso wie vorher. Also für mich hat sich eigentlich nichts geändert. Für meine Sportler haben sich natürlich vieles geändert. Sie sind jetzt Olympiasieger und das war natürlich ein riesengroßes Ereignis und eine tolle, tolle Zeit da bei den Olympischen Winterspielen und Gott sei Dank erfolgreich für uns. Jetzt stehen erstmal 8 Wochen Bundeswehr an, also in Hannover. Das ist ein ganz normaler Laufbahnlehrgang, wie eben die Sportler den durchlaufen müssen. Danach steht dann wieder das Training im Vordergrund von den Sportlern und da bin ich dann wieder bei den Lehrgängen mit dabei. Und fürs Studium habe ich mir noch vorgenommen, 4 bis 5 Prüfungen zu schreiben. Und ich denke, das ist machbar. Das so gut wie möglich und eigentlich so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen. Ja, es läuft eigentlich ganz gut. Ich denke, so viele offene Prüfungen habe ich nicht. Und ich denke, das kriegt man ganz gut hin.